Ja, dann herzlich willkommen im Hörsaal 6. Jetzt gibt es den Vortrag von Hagenbauer über die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung, als Chance nutzen. Viel Spaß. Dankeschön. Ja, also, DSGVO und Chancen, das sind wahrscheinlich Sätzekombinationen, die die wenigsten von euch so standardmäßig auf den Lippen haben. Er ist natürlich hoffentlich nicht immer geeignet, Leute zum Lesen zu bringen, so als Teaser in der Reihenfolge von der Vorträge, die man Programm hier braucht. Aber ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass gerade wir Techniker diese DSGVO als Chance nutzen können. Nämlich als Chance, wirklich die Informationssicherheit in unserem Organisation voranzubringen. Das ist sozusagen eigentlich mein Thema, was ich gerne heute vortragen möchte. Es geht um Informationssicherheit. Wenn ihr noch eine Sache behaltet von diesem Vortrag: Informationssicherheit ist mehr als IT-Sicherheit. Ja, es geht nicht nur um IT-Sicherheit. Die Techies tendieren ab und zu dazu, Informationssicherheit nur aus der Firewall-Perspektive zu betrachten. Ja? Informationssicherheit ist auch eine Ebene höher. Also, das sozusagen als Einleitung, vielleicht kurz zu mich. Ich bin freiberuflicher IT-Berater. Ich habe einen Hintergrund im Bereich Enterprise-Software. Ich bin und habe lange Zeit oder lange Jahre im Bereich Unternehmenssoftware, große Industrieunternehmen, aber auch kleinere Pre-Sales gemacht für Collaboration Software. Bin also normalerweise eigentlich eher unterwegs, wo man hat Anzüge trägt. Ich bin ein privat, ein kleiner Datenschutzfreak. Datenschutzfreak, habe mich schon sehr lange sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Mache frei vom Wegen her, betreibe einen Server und bin auch noch für meine Frau einen Webshop-Betreiber. Vielleicht wird der eine oder andere mal jetzt ahnen, woher dieses Thema eigentlich kommt. Wir betreiben einen Webshop. Ja, wir mussten uns mit diesem Thema Datenschutzgrundverordnung beschäftigen. Wir haben das Ende 2017 schon gemacht, also relativ früh. Ja. 2018 muss man fertig sein im Mai. Und da bin ich in dieses Thema reingekommen. Und ich finde das ein sehr spannendes Thema, weil es für mich auch ein Thema ist, bei dem man wirklich die Menschen und die Informationssicherheit in den Organisationen vorhanden wird. Aus meinem Unternehmenshintergrund bin ich aber Open Group Certified. Das ist so eine Zertifizierung, so ein Peer Review, wo man nachweisen muss, welche tollen Projekte man schon gestemmt hat und wie viele Haare man in irgendwelchen Kürzel verloren hat. Ja? Ein Disclaimer vorneweg: DSGVO ist immer auch eine Rechtsfrage. Ne? Ich bin kein Rechtsanwalt. Alles, was ich jetzt hier höre, dient nur zu euch zu helfen, wie die Richtung zu gehen. Fragt immer euren Anwalt bereit. Ja? Also, es ist keine Rechtsberatung hier. Und ich versuche natürlich auch weiterhin relativ vollständig und richtig zu arbeiten und auch Aussagen zu machen, aber Zweifel an Beitrag. Gut, aber das ist nicht so schlimm, weil wir werden eigentlich relativ wenig Recht heute machen. Was ist meine Agenda? Der erste Punkt, über den ich reden möchte, ist: Informationssicherheit ist finanziell bewertbar. Da werden vielleicht einer von euch in den Tiefschlafmodus gehen, weil sie sagen: Hey, das ist für meinen Finanzchef wichtig. Ja? Finanzlage wichtig zu tun, ich möchte IT-Projekte machen. Ja, nur wenn wir es nicht schaffen, die Informationssicherheit finanziell bewertbar zu machen, kriegen wir kein Geld und keine Kohle für Projekte. Und wir kriegen kein Buy-in. Mein Kameramann wird nervös. Ja, das ist gerade cool, ob es ging, weil wir das nicht so zu vornehmen. Oh, ich wollte nicht den Fenster. Beiden? Ein, zwei, ich glaube, es ist besser. Ich habe mich eingeschaltet gehabt. Du hattest es ausgeschaltet? Ja, zwischendurch. Ja, nachdem wir getestet hatten. Also wenn wir es nicht schaffen, Informationssicherheit oder jedes Problem irgendwie finanziell messbar zu machen, kriegen wir keine Kohle. Ja, deswegen das als erster Punkt. Dann, nachdem wir also gesagt haben, okay, wir haben unseren Finanzmensch oder unseren Geschäftsführer aufgeweckt und er beschäftigt sich mit dem Thema, dann muss ich auch eine Lösung bringen können. Dann hilft es ja nichts, dass ich sage, ja, wir müssten was tun, aber ich weiß nicht wie. Die gute Nachricht ist, der deutsche Staat hat schon richtig viel Kohle ausgegeben für dieses Thema. Das BSI hat einen exzellenten Guide gemacht. Der wird nur ständig unter dem Thema Zertifizierung betrachtet und nicht unter dem Prinzip, hey, da kann ich auch was draus lernen. Ja? Das BSI hat nämlich Dokumente und Tools und Werkzeuge und Fragen und Maßnahmen schon vorgeschlagen, die man eigentlich tun müsste. Die meisten denken beim BSI immer nur an BSI-Zertifizierung. Und das ist einer der größten Fehler, die man machen kann. Da liegt richtig viel Wissen in den Dokumenten. Die gucken wir uns dann an.
Und dann habe ich natürlich jetzt also alle aufgeweckt, habe gesagt, okay, es gibt eine Lösung, da gibt es 7000 Dokumente, ja, aber die will ich ja nicht alle lesen, und wie kann ich das ganz praktisch umsetzen? Das ist dann der letzte Schritt, den wir heute machen werden. Okay, also, Datenschutzgrundverordnung, ganz kurz, wurde 2016 festgelegt, sollte seit 2018, Mai 2018, müssen alle diese einhalten. Okay? Wer hat das Gefühl, in seiner Firma wird der Datenschutzgrundverordnung vollumfänglich Rechnung getragen? Vielleicht für die Zuschauer, es melden sich ein paar. Okay? Die meisten glauben auch, Datenschutzgrundverordnung heißt nur, ich muss auf meiner Website eine neue Datenschutzerklärung reintun. Die meisten glauben das. Ich weiß, dass das nicht so ist. Ja? Und wir müssten eigentlich alle schon fertig sein. Jetzt gibt es gewisse Studien. Ja? TÜV habe ich das die letzte rausgesucht. 30% sagen, der Umfrage, die TÜV da gemacht hat, sagen, wir sind bei teilweise oder gar nicht. Okay? Teilweise oder gar nicht. Ich wette, da sind noch mindestens 20-30 andere Prozent irgendwo drum, die das alles gerade schön rechnen. Ja? Die sagen, ich habe eine neue Datenschutzerklärung gemacht, ich bin DSGVO-konform. Ja? Und wenn man hier so rumfragt, eine Frage mal, wer arbeitet in einer Firma? Das ist wichtig für die nächste Frage. Also hier für die Zuschauer sind es 50% ungefähr, von denen, die sich gerade gemeldet haben. Wer hat von seinem Arbeitgeber ein Schreiben bekommen, wie er zum Beispiel mit USB-Sticks umzugehen hat? Das sind nicht alle, die sich gerade gemeldet haben. Das sind aber überraschend viele, muss ich sagen. Bin jetzt gerade überrascht. Warum? Ich meine, wir sind Techies, wir wissen, so ein USB-Stick kann richtig gefährlich sein. Ja? Und ich habe auch mal so extra die Mühe gemacht, so ein ESP-Board so zu programmieren. Das sieht aus wie ein USB-Stick und das tut dann irgendwelche wilden Dinge. Das kostet kein Geld. Das meiste Geld muss ich ausgeben, um das Ding schön zu kriegen. Und was passiert, wenn man solche Dinge auf den Parkplätzen der Firma rumlaufen lässt, ausstreut? Da gab es eine Studie, 30-40% werden eingesteckt. Und nicht, weil die Leute doof sind, sondern weil sie hilfsbereit sind, weil sie denken, hey, mein Kollege hat einen USB-Stick verloren, ich möchte ihm gerne helfen. Ja. In welcher Firma wisst ihr, dass euer Management auf dem Flughafen den dort eingebrachten USB-Ladegerät benutzt? Also nur einer meldet sich, der weiß, dass das Management das tut? Das glaube ich nicht. Wenn ich da rumlaufe, habe ich das Gefühl, kennt ihr so einen Teil? USB-Kondom kostet 2,50 Euro. Damit kann ich auch jeden USB-Ladegerät benutzen, weil das trennt mir meine Datenleitung vom Stromleitung ab. Warum habt ihr das nicht alle, die in Unternehmen arbeiten? Weil eigentlich müsste das verteilt werden. Ne? Wie bitte? Wer weiß, wer es nutzt, wer es nicht nutzt. Ja, ich meine, ich will jetzt nicht andere Sprüche zum Thema Kondome bringen, aber die werden in der Regel benutzt. Also, gut, also, es gibt... Wie bitte? Die sollten gleich als Kit mit der Sichtschutzfolie kommen. Also. Die sollten als Kit mit der Sichtschutzfolie für die Bahn kommen. Genau, also, aber ich will auch nicht über das Telefonieren sprechen und so weiter in der Bahn. Also diese Datenschutzgrundverordnung hat im Wesentlichen ein paar neue Anforderungen. Das ist jetzt mal ganz grobe Zusammenfassung für die, die sich damit nicht beschäftigt haben. Das Schlimmste war natürlich die Datenschutzerklärung, deswegen haben Webseiten angeblich zugemacht. Ja? Und es gibt immer noch heute Firmen, die haben diese Datenschutzerklärung nicht in die Reihe gekriegt. Die tragen eine rote Laterne auf dem Kopf. Da steht, ich bin nicht DSGVO-konform. Dümmer kann man nicht sein. Dümmer geht nicht. Also kann ich genauso gut sozusagen jedem auf den Hemdkragen draufstehen, ich bin doof, der Firma. Ja? Das ist immer noch nicht in den Griff bekommen. Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten, das ist eine ganz wichtige Sache. Man muss mal gucken, was macht man überhaupt mit seinen Daten. Ja? Man braucht manchmal einen Datenschutzbeauftragten. Ganz wichtig, die weiteren Rechte des Verbrauchers, die müssen nicht nur in der Datenschutzgrundverordnung oder der Datenschutzerklärung stehen, sondern die muss man auch implementieren können. Ja? Wenn ihr heute von eurer Firma entlassen werdet, ja, und ihr sagt, hey, ich möchte meinem Chef nochmal ein richtiges Ei auf die Schiene nageln, dann sagt ihm doch ganz gerne einfach mal, gemäß Datenschutzgrundverordnung hätte ich gerne alle meine personenbezogenen Daten der letzten 6 Jahre. Ja, ihr lacht, das muss der können. Dann ist der richtig am Rollen. Und wie viele Tage hat er Zeit? Wer weiß das? Wie viel? 30 Tage.
Das sind 2 Tage mehr als 4 Wochen. Die können entscheidend sein. Okay? Das heißt, der muss dann richtig rödeln. Oder ihr habt einen Kunden, der ist nicht zufrieden mit eurer Leistung. Der sagt dasselbe. Und nach 30 Tagen habt ihr eine Brieffreundschaft mit dem Datenschutzbeauftragten, die kein Mensch braucht. Okay? Das ist echt ätzend. Das bringt das Geschäft nicht voran. Ja? Was war noch da? Bla bla bla. Melde dich von Vorfällen. Hey, das kann ich nicht einfach ignorieren wie früher. Ich bin verpflichtet, nach 72 Stunden, glaube ich, das Ding beim Datenschutzbeauftragten zu melden, wenn mein Webserver gehackt worden ist. Oder wir kommen. Landesdatenschutzbeauftragten. Nicht intern, sondern extern. Ja, also öffentlich. Richtig, mit Brieffreundschaft. Also, ja. Und es gibt eine Forderung nach der IT-Sicherheitskonzeption. Da kann man immer überlegen, wie stark die ausgelegt wird. Es gibt immer noch Leute, die behaupten, man braucht keine. Ich glaube, die meisten sagen inzwischen, man braucht eine. Ja, da sind sozusagen, das kann man klein machen, aber man kann es auch vernünftig machen. Gut. Wenn da Daten rausgegangen sind von Kunden? Webserver gehackt, nein, natürlich. Webserver gehackt für den Stream ist nicht alleine meldepflichtig, aber wenn dabei Daten von Kunden rausgegangen sind, dann schon. Wenn das Risiko für entsprechend hoch ist für die Kunden? Nee. Nein, immer. Die Meldepflicht immer. Ist nur bei Risiko? Nein. Nur wenn Risiko gegen Recht und Freiheit der Betroffenen, so steht es. Ja, aber richtig, wenn ich jetzt gerade einen Shop betreibe, dann kann ich mir natürlich überlegen, wenn ich. Also ich würde es eher tun, als dass ich es nicht tue. Ja? Und das ist auch richtig so. Hier so ein schöner Fall aus Kirchen, da komme ich in der Nähe von her. Ja? Ein sehr gut meinender Mitarbeiter hat eine Arbeit mit nach Hause genommen, hat seinen USB-Stick auf dem Parkplatz verloren. Da waren Daten von JVA, also von Knastbeamten, drauf, mit Adresse und allem. Pipapo, und wer hat den gefunden? Den Inhaber. Also ein Insasse. Ja? Also nicht ein Inhaber. Ein Insasse. Das ist richtig uncool. Ne? Also ich meine, hey, also sozusagen, wenn man da als Knastwärter man die Gegend, also als Justizvollzugsmitarbeiter, ja, ich will das jetzt nicht despektierlich machen, wenn man da arbeitet und auf einmal sozusagen weiß jeder, wo man wohnt, das kann doof werden bei den Kunden, die man da betreut. Ja? Und das ist ja jetzt noch nicht mal, das ist noch nicht mal ein Hack. Das ist einfach nur falsche Ausbildung. Das ist einfach nur, ich habe dem Mitarbeiter nicht gesagt, dass er es nicht tun darf. In den meisten Fällen. Vielleicht haben sie es ihm gesagt und er durfte es nicht tun und er hat dagegen gehandelt. Das kann natürlich auch sein, das weiß ich jetzt nicht. Ja? Aber ich bin mir sicher, in den meisten Firmen wissen die Mitarbeiter nicht, dass sie das nicht dürfen. Oder dass man USB-Sticks verschlüsseln muss. Oder noch besser, wir machen bei uns so wenig Backup und ich wollte Backup machen, damit die Daten hier von meiner Firma nicht verloren gehen. Ich habe ein Backup auf eine USB-Platte gemacht, habe es mir nach Hause genommen. Dann habe ich es halt dummerweise im Hit verloren. Ja, ich wollte eigentlich was Gutes tun. Ja, da lacht jemand, das passiert. Ja, und was ganz wichtig ist, das Ganze hat auf einmal Zähne bekommen. Da unten ist diese kleine Zahl, das sind die Strafen, die früher möglich gewesen sind. Und jetzt reden wir von 200 Millionen, glaube ich. Ne? Also 2 Millionen, aber oder 4% Jahresumsatz. Jahresumsatz. Vom letzten Jahr. Egal von welchem Jahr, das wird wehtun. Ja? Nicht Gewinn, Umsatz. Da sind alle Kosten mit dabei. Also das sind große Summen. Ja? Und am Anfang haben alle noch geglaubt, okay, das ist ganz schlimm, weil eine Datenschutzerklärung, ich muss meine Website offline nehmen, weil diese da greifen. Ja? Hat sich alles nicht so wild herausgestellt. Ja? Aber es fängt an zu greifen. Ne? Hier ein Beispiel aus Portugal, 400.000 Euro. Die haben halt mit ihrer Rolle Arzt ein bisschen weit gegriffen. Da gab es dann irgendwie deutlich mehr Benutzer, die den Zugriffsrecht eines Arztes hatten, als es Ärzte gab. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, dumm, hat jetzt ein Krankenhaus erwischt, ist jetzt doof gelaufen, dass es gerade die gewesen sind. Ja. Wegen der betroffenen Daten, aber Krankenhäuser sind ja jetzt in den meisten Fällen aber inzwischen auch schon nicht mehr wirtschaftlich orientiert. Also, ein Fall oder jetzt ganz, den Fall werde ich halt zweimal benutzen. Ja. Marriott, 99 Millionen Pfund. Ja, und da unten wird auch noch erwähnt, Boeing, British Airways, 183 Millionen Pfund. Das ist richtig viel Geld. Das ist richtig, richtig viel Geld.
Und das kann man natürlich sagen, hey, ich bin klein, mein Herz ist rein, ich will schon nicht so teuer werden. Ja, kann man machen, ja, aber werden wir gleich noch dazu kommen. Dann gibt es natürlich die Geschäftsführer, jetzt können wir so ein bisschen die Management-Organisation. Also ihr merkt, wir machen jetzt das Ganze jetzt finanziell greifbar. Ja? Also wenn euer Manager oder euer Geschäftsführer sagt, brauche ich nicht, das ist nicht wichtig für mich, das bringt mich nicht weiter, ja, muss man Zahlen auf den Tisch legen. Ja? Zahlen, zum Beispiel, ich habe mein Unternehmenschef ist 55 und will in 7 Jahren verkaufen und in die Rente gehen. Ja, dann sagt sich, hey, den ganzen Scheiß tue ich mir nicht mehr an, das soll mein Nachfolger machen. Dann will das Unternehmen verkaufen. In diesen großen anzugtragenden Firmen ist eine Firma total cool, Gartner. Ja? Gartner, die machen Unternehmensberater, kennt ihr vom Namen her, die sagen wichtige Dinge. Die sagen zum Beispiel, Cyber Security ist kritisch für Merger und Acquisition, also Kaufen und Verkaufen von Unternehmensanteilen. Wenn der 55-jährige Chef in 7 Jahren sein Unternehmen verkaufen möchte und seine Informationssicherheit nicht auf die Reihe bekommen, dann kann er sich vielleicht kein Haus in Florida leisten, sondern nur am Bodensee. Auch, aber wenn er jetzt normalerweise mit Florida geplant hat, ja, oder keine Ahnung was, oder vielleicht auch die Hausgröße unterschiedlich gewesen ist, ja, das heißt, der muss davon ausgehen, dass wenn er jetzt nicht anfängt, seine Unternehmenssicherheit auf die Reihe zu bekommen, wird er weniger Rente bekommen oder Geld für seinen Verkauf. Ja? Oder noch schlimmer, er kann es gar nicht verkaufen. Ja? Oder ein anderer Fall, das ist jetzt nicht der sein Unternehmen verkaufen möchte, sondern der möchte etwas für etwas kaufen. Ja, der möchte vielleicht von irgendeinem anderen eine Abteilung kaufen, damit er wächst. Gilt dasselbe Prinzip. Ich kaufe mir irgendwo eine Abteilung und was passiert 3 Wochen später? Brieffreundschaften. Weil nämlich die gekaufte Abteilung mir in den Tierpark reingebracht hat. Habe ich schon mal Marriott gesagt? Das war nämlich ein Fall, die haben sich nämlich so eine kleine Hotelkette gekauft. Und die kleine Hotelkette hat nämlich diesen Fall mitgebracht. Und wenn ich nicht in der Lage bin, meine eigene IT auf die Reihe zu bekommen, wie bin ich in der Lage, bitte fremde IT zu beurteilen, die ich bei mir reinbringen möchte? Ihr merkt, das hat mit IT gar nicht, mit Informationstechnologie nichts zu tun. Das ist alles nur Argumente, um die Kohle zu bekommen, die Projekte zu machen, die wir eigentlich für wichtig erachten. Und das ist alles geschäftsführungsrelevant. Ja, Unternehmenswert, ich möchte Unternehmen verkaufen, ich möchte mein Unternehmen verkaufen, ich möchte Abteilungen verkaufen. Okay? Nächste Frage, die man dann bekommt, aber ich werde schon nicht gehackt. Ja, das lachen wir alle, wir wissen alle, es ist nicht die Frage wann, ob, sondern nur wann. Ja? Aber die Frage ist auch vollkommen Banane. Weil es geht nicht darum, ob ich gehackt werde. Das sind nicht die Fälle, das ist natürlich jetzt bei Marriott und die großen Fälle sind das, ist das der Fall. Ja? Aber wie sind denn die aktuellen, was glaubt ihr, ist so Stand, die Top-Liste von den Dingen, die momentan gemeldet werden? Gemeldet werden. Das kann ich sogar nachweislich sagen. Gemeldet werden derzeit am häufigsten Kinderfotos, gefolgt Nee, Datenschutzfälle. Ja, Datenschutzfälle von Kinderfotos. Da Data Breaches gemäß die Datenschutzgrundverordnung sind die nicht. Also die Behörden sagen, die haben die meisten Meldungen für Kinderfotos. Das zweite sind Meldungen von Mitarbeiterdaten. Postfehlversand. Ja? Oder E-Mail-Fehlversand. Das heißt, hier meine Kundendaten oben in die Adressfälle der falschen Empfänger reingeschrieben. Geht dummerweise woanders hin. Ist meldepflichtig. Das heißt, ich bin danach verpflichtet, alle anzuschreiben. Nicht immer. Aber pauschal laufe ich Gefahr, dass ich alle anschreiben muss, deren Daten da irgendwo hingegangen sind. Das sind auch die Briefe an Kunden, wo man schreibt, tut mir furchtbar leid, aber du mal Fehler unterlaufen. Ihre Daten mit den Kaufdaten der letzten 3 Jahre sind leider bei der Bild gelandet. Ist doof. Ne? Ein Fehler, Diebstahl eines Datenträgers. Verwendung einer E-Mail mit offenem Adressverteiler. Habt ihr schon mal erlebt? Kennt ihr? Ja? Schon mal gehabt? Ja? Das ist meldepflichtig. Also wir reden nicht davon, dass der Geschäftsführer glaubt, er wird nicht gehackt, sondern dass der Geschäftsführer weiß, dass man schon mal eine E-Mail falsch geschickt hat. Davon ist auszugehen.
Das sind wirklich Argumente, um dem Management und dem Geschäftsführung deutlich zu machen, wir müssen da was tun. Es geht nicht nur um die Firewall oder den Virenschutz bei Informationssicherheit. Verlustdatenträger, ja, das sind Daten, die der Landesdatenschutzbeauftragte Baden-Württemberg im Juli 2019 rausgegeben hat. Also, ich bin klein, wird schon nicht so teuer werden. Ja, 4%, 2 Millionen wären es nicht, 4% ist nicht so schlimm. Ja, das sind ja nur die Strafen. Ja, aber was habe ich denn für andere Kosten aus so einem doofen Hack? Jetzt nicht aus einem E-Mail-Fehlversand, ja, sondern aus einem, mein Webserver ist gehackt worden. Also man hat auch noch Zivilkosten aus dem Zivilrecht. Ich kann ja irgendwie Schmerzensgeld und wer weiß was noch eigentlich. Genau, wenn ich Beate Use bin und meine Bestellungen sind rausgegangen. Ja? Oder ich, keine Ahnung, ich verkaufe Windeln und ich habe Windeln an Leute verkauft, die normalerweise keine Windeln tragen. Die finden das nicht lustig, dass bekannt geworden ist, dass man als 56-jähriger Mann noch Windeln trägt. Ja? Also, ja, das sind ja, ihr lacht. Ja? Aber so muss man mit dem Management diskutieren. Ja? Was glaubt ihr, was denn so eine durchschnittliche Data Breach kostet bei einem Unternehmen von 500 Mitarbeitern? Nicht an Strafe, sondern einfach so auch wieder aufsetzen Server, irgendwelche Rechtsanwälte, externe Forensiker, was man da alles so tun muss. Wie viel? 2,2 Millionen. Das ist jetzt in Amerika eine Studie gewesen der IBM, ja, durchschnittlich. Kann man darüber diskutieren? Hey, komm, machen wir eine Null weg. Machen wir eine Null weg, machen durchschnittlich 200.000. Das ist ein gutes Projektbudget für ein IT-Informationssicherheits-Redesign, oder? Selbst wenn man eine Null wegmacht, durchschnittlich. Ja, das heißt, da waren noch größere und kleinere dabei. Ja? Also wir machen eine Null weg, sind wir bei durchschnittlich 200.000. Ja? Und dann machen wir es ein bisschen kleiner, sind wir bei 100.000. Da kann man doch schon mal arbeiten mit, oder? Ja? Also, ich bin klein, mein Herz ist rein, reicht auch nicht. Das Ding wird auf jeden Fall teuer. Ja? Also, wir haben festgestellt, es ist wahrscheinlich, ich habe jetzt noch nicht die Angstkarte gezogen, mit wie viele Hackerangriffe gibt es und wie viele Phishing-Attacken auf Geschäftsführer. Die Karte habe ich noch gar nicht gezogen. Ja, ich bin nur bei Finanzkosten gewesen. Ja, die andere, die muss ich auch kennen, aber das haben wir drauf, das habe ich jetzt hier nicht erzählt. Ja? Gut, also. Fehlende Informationssicherheit heißt also zum einen, wir haben ein starkes, steigendes Risiko für empfindliche Strafen, das hat bis jetzt jeder ignoriert, das war nicht schlimm. Okay? Aber sinkende Unternehmenswerte, steigende Versicherungskosten, davon müssen wir ausgehen. Ja? Weil wenn ich die ganzen IT-Sicherungen, die es momentan gibt, werden mit Sicherheit übermorgen fragen, hey, du hast einen Data Breach gehabt, jetzt weiß mir mal kurz nach, dass du nicht doof gewesen bist. Ja? Und dann möchte man ein IT-Sicherheitskonzept sehen, wie wo drin steht, was hast du denn getan, damit du nicht ganz doof dastehst. Ja? Ja. Das ist eine Frage, die ich immer schön bekomme von Unternehmen. Gibt es dafür eine Versicherung gegen die Strafen? Gegen die Strafen? Oder gegen diese Vorfälle? Ja, es gibt, glaube ich, IT-Sicherheit, es gibt da Versicherungen, aber die werden auch irgendwann mal nicht einfach mal so bezahlen. Die wollen immer mal sehen, dass man nicht sozusagen eine offene Firewall gehabt hat. Ja? Es gibt Versicherungen, aber viele Gerichte verbieten, dass die Versicherungen greifen dürfen. Das stimmt. Also gegen die Strafen können die Gerichte einwenden, dass die Strafen nicht durch die Versicherung gedeckt werden dürfen. Ja. Aber ey, habt ihr mitbekommen, wie viele Städte und Krankenhäuser in Amerika momentan von Ransomware betroffen sind? Das greift ja wirklich um sich. Also das ist richtig, also da gibt es Städte wie Baltimore oder andere große Städte, die können schon seit 4 Wochen nicht mehr arbeiten. Ja, wir hatten das auch vor kurzem im Fall in Bayreuth oder in Baden-Württemberg, wo ein paar Krankenhäuser betroffen worden sind. Da ist ja die Kosten sind ja nicht nur die Strafe, die ich vielleicht bezahlen muss, ja, sondern die Kosten, die ich dafür aufgeben muss, die ganze Hardware aufzubauen und pipapo. Ja, aber auch da werden die Versicherungen bald nicht mehr bezahlen, wenn ich nicht nachweise, dass ich mich nicht dumm verhalten habe. Okay? Versicherungskosten und die Risiken beim Verkauf und Verkauf von Unternehmen. Das sind einfach Dinge, die fallen. Mit diesen Argumenten kann man auch mit dem Management sprechen. Ja, also kostenorientierte Argumente, noch nicht mal als Angst, mit technischen Argumente. Ja, jetzt gibt es natürlich die Frage, wo gibt es die Lösung? Ja, es gibt eine IT-Sicherheitskonzeption. Ja, das ist im Prinzip etwas, was das BSI momentan normalerweise voraussetzt, wenn man sich zertifizieren lassen möchte. Das muss ich aber nicht tun. Ich kann dieses Dokument auch einfach so nehmen. Und nachgucken, was schlägt denn das BSI vor, was ich tun soll.
Weil wenn nämlich den nächsten Fall eintritt und das Unternehmen wird gefragt, ja, warum hast du nicht das gemacht, was das BSI da veröffentlicht hat, dann steht man doof da. Ja? Man muss nicht unbedingt zertifizieren. Man kann einfach sagen, okay, wir nehmen einfach mal das, was da drin steht und fangen an zu arbeiten und uns zu verbessern. Dann habe ich nämlich auch bei der nächsten Brieffreundschaft bessere Karten. Ja, wenn ich wenigstens sagen kann, ich bin auf dem Weg, ich habe das und das getan, das ist mein Plan, habe mich halt dummerweise gerade erwischt, das könnte die Strafe reduzieren. Könnte. Ja? Die Idee hinter diesem Grundschutz ist relativ simpel. Es gibt es schon seit Jahren, wird seit Jahren erfolgreich ignoriert. Ja? Wiederverwendbarkeit, Anpassbarkeit, Best Practice, nicht jeder 500 Mitarbeiter im Unternehmen hat das Geld, diesen ganzen Quatsch zu organisieren und zu untersuchen. Das liegt da rum. Das ist da. Da steht drin, was muss ich bei einer Firewall tun? Da steht drin, was muss ich bei einem Datensicherheitskonzept, Datensicherheitskonzept machen? Da sind Templates für Mitarbeiterdokumente. Da sind Templates für IT-Sicherheitsrichtlinien. Das ist da. Das kann ich ignorieren, aber das ist doof. Ja? Ich muss natürlich ein bisschen Zeit investieren, mein Management damit beschäftigen und ich muss Sachen tun. Da steht drin, was sind denn die typischen Schwachstellen und Risiken? Ja, die gelten teilweise für Atomkraftwerke. Ja, die muss ich nicht alle beachten. Aber ich kann die Entscheidung treffen, dass ich die halt nicht beachte, sondern nur die raussuche, die für mich relevant sind. Aber ich bin zumindest mal strukturiert vorgegangen. Empfehlungen, Maßnahmen werden bereitgestellt. Wir können uns doch mal so einen angucken. Ja, wie sieht das hier aus? Ich mache da mal was größer hier, Control Plus. Gucken wir mal hier rein. Also es gibt da, ich gehe jetzt nicht im Detail rein, aber damit ihr mal seht, was da ist. Also gucken wir Organisation und Personal an. Ja, da steht zum Beispiel drin, Sensibilisierung und Schulung. Ja, was muss ich tun? Welche Zielsetzung hat das? Was ist nicht zu tun? Welche Bedrohungen gibt es? Zum Beispiel, ich wusste gar nicht, dass ich meine Daten nicht auf dem USB-Stick drauf tun kann. Das kann man ganz einfach lösen, das Problem. Man hat ein Dokument, wo drin steht, lieber Mitarbeiter, wenn du eingestellt wirst, keine Daten auf USB-Stick, ist das Thema weg. Wenn das dann immer noch tut, dann bist du zumindest als Unternehmer fein raus und kannst sagen, hey, ich kann doch nicht aus deinen Taschen kontrollieren. Ja? Aber du hast zumindest dieses Thema, dieses Risiko adressiert. Ja? Wenig Aktivierung der Sensibilisierung, unzureichende Schulung, nicht erkannte Sicherheitsvorfälle. Was machen denn eure Mitarbeiter, wenn sie diese Meldung bekommt, ist ein Virus da? Was machen die denn in Unternehmen? Okay klicken? Gibt es eine Vorschrift in euren Unternehmen, wo drin steht, rufen Sie die 331 an? Ja, der Kollege, der die ganze Zeit ja nickt, sagt ja, bei uns ja. Ja, aber da hat man sich die Gedanken gemacht, aber glaubt ihr, ich komme immer wieder bei meinen Kunden in Situationen, wo die Mitarbeiter nicht wissen, was sie tun sollen, wenn das Handy verloren geht. Die kriegen ein Betriebshandy. An wen sollen sie sich wenden, wenn das Handy weg ist? Denen wurde nie gesagt, dass sie ihre Fenster zuschließen sollen. Ja, wenn das Fenster auf Kipp steht und dann wird der PC geklaut, ist dumm gelaufen, ne? Ganz praktische, es geht nicht immer nur um Firewall, es geht um praktische Dinge wie, schließen sie ihre Sachen ab, Clean Desk, Fenster zuschließen, Büro abschließen, wenn man rausgeht. Da gibt es Dokumente, wo drin steht, unterschreiben Sie hier rechts, dass Sie das wissen. Die kann man runterladen. Die muss ich nicht alle neu schreiben. Ja, da muss ich anpassen und da muss ich ein paar Dinge tun. Ja? Oder hier, Schlüsselregelung. Gibt es hier jemanden, der schon, willst jetzt nicht nicken, ja, gibt es hier jemanden, der bei dem klar ist, dass man nicht genau weiß, welcher Schlüssel auf welche Tür passt? Oder wer welchen Schlüssel hat? Vom Unternehmen so, schon mal vorgekommen? Okay, viele sagen nein. Also es gibt das. Also okay, die Lösung liegt hier. Ganz viele Dokumente, ganz viel Wissen, ganz viele Sachen, die man reusen kann. Und ja, ich muss Arbeit reinstecken, um mich einen Teil davon zu lesen. Okay? Das ist natürlich jetzt nur begrenzt hilfreich. Jetzt habe ich nur ein bisschen Hoffnung gemacht, dass es Hilfe gibt. Ja? Standardvorgehen wird alles beschrieben, Strukturanalyse, Schutzbedarfsfeststellung, Modellierung, bla bla blub. Gibt hervorragende Dokumente, mit denen man das machen kann. Gibt auch Leute, die beraten einen da. Das Dumme ist, aus meiner Erfahrung, die Leute, die einem in den BSI-Grundschutz beraten, die kommen immer aus der Zertifizierungsecke. Die denken immer sofort in ISO 27001 und keine Ahnung, was für Zertifizierungen. Und das ist halt nicht immer kompatibel mit dem normalen Mitarbeiter. Ja? Aber auch da kann man helfen. Ja? Das kann man auch sehr pragmatisch machen. Das muss auch nicht alles
bis zum letzten durchgemacht werden. Man kann einfach mal anfangen. Ja? Jetzt haben wir da draußen, was ist denn da los hier? Das Ding ist total cool. Das ist ein Open-Source-Produkt. Wie bitte? Nee, ich finde das wirklich gut. Datenschutzfeindlich? Warum? Da gab es mal Anzeigen gegen Very Nice, weil sie, es ist kostenlos, aber man muss erstmal seine Seele verkaufen und man hat auch da irgendwo Felder, wo man personenbezogene Daten eintragen muss. Und ja, natürlich, Moment mal. Also, dass ich natürlich Daten, personenbezogene Daten eintragen muss, ist klar. Aber es ist erstmal nicht datenschutzfeindlich. Ich muss überall, also ich muss natürlich, wenn ich als Mitarbeiter eine Rolle wahrnehme, muss ich davon ausgehen, dass irgendwo steht, dass ich die Rolle wahrnehme. Ja? Das ist ein Open-Source-Produkt, ja? Läuft auf verschiedene Plattformen, ja, das gibt es als Demo- und Kaufversion, ja, und das gibt es auch als Open-Source-Produkt auf GitHub. Die Firma ist nicht ganz so begeistert oder ganz so offen mit der Kommunikation der GitHub-Variante, kann ich verstehen, die wollen Geld verdienen, ja, aber es ist Open-Source. Ja, und das kann ich runterladen und kompilieren. Das ist ein bisschen frickelig, ja, also das Runterladen und Kompilieren, da muss man schon dicke Rechner haben, aber es geht. Ja, das heißt, ich kann sozusagen diese Einzelplatzversion kann ich einfach loslegen und für mein 500-Mitarbeiter-Unternehmen reicht das in der Regel vollkommen aus. Und wenn ich da Bedenken habe, kann ich in den Quellcode gucken oder ich nehme den Rechner halt offline. Ja? Nee, es geht auch darum, die Löschpflichten, dass die eingehalten werden, dass wenn ihr Mitarbeiter geht, dass ich die Namen da rauskriege und so weiter. Also als Datenschutzbeauftragter, Very Nice, ist so ein bisschen kritisch. Okay, gut, aber sag mal so, selbst wenn ich jetzt, wir gucken uns das ja mal ganz kurz an, ja, wenn man da jetzt mal reinschaut, warte, wenn wir hier auf den falschen Terminal gehen, Alt 8, ja, ich habe hier auf der linken Seite diese ganzen Dinge, die ich gerade gesehen habe, die auf der HTML-Seite drinstehen, die ich nicht lesen möchte. Ja, die habe ich da alle schön hinterlegt. Okay? Dann kann ich hier in der Mitte kann ich mein Unternehmen modellieren. Ja, also ich kann sagen, ich habe 20 Vertriebs-PCs, ich habe 3 Personal-PCs, ich habe 4 Windows-Server und solche Dinge. Ja, also da kann ich das aufnehmen, was ich habe. Ja, da kann ich auch noch Tools dran benageln, die mir das von woanders rauslutschen, wenn es unbedingt sein muss. Ja, und dann sage ich zum Beispiel, hey, ich muss jetzt hier mich damit beschäftigen, keine Ahnung, hier steht dann zum Beispiel drin, regelmäßige Datennutzung, ja, wir sind hier gerade im Bereich Client, ja, Bildschirmsperre, ist sichergelegt, dass alle Bildschirmschoner mit einer Bildschirmsperre einhaben, ihr lacht vielleicht, aber das haben nicht alle, ja, ist das alles, kann man abhaken, ja, kann man Reports rausziehen und ich kann dann einfach hingehen, und kann so ein Freund hier, wenn er zutrifft, auf mein Ding draufziehen. Und dann kann ich zum Beispiel, das nennt man dann Modellierung, dann kann man sagen, okay, ich habe einen Windows 2008 Server, ja, was muss ich denn auf BSI tun, um mit Windows 2008 Server abzusichern? Dann kann ich diesen Freund darüber ziehen und dann kriege ich eine Liste von Aufgaben, die ich tun muss. Davon kann ich die Hälfte ignorieren, ja, weil es vielleicht nicht relevant ist oder weil ich es erst übermorgen machen möchte. Ich kann das priorisieren nach einem Schema, das mir angemessen erscheint. Ja, aber ich kriege zumindest auf diese Art und Weise eine handhabbare Liste von Dingen, die ich abarbeiten muss. Ja, und wenn ich da Datenschutzprobleme habe, dann muss ich da auch nichts eintragen, aber ich kann zumindest zum Beispiel mal sehen, was muss ich denn tun, um meine Organisation auf die Reihe zu kriegen? Welche Schulungen sollte ich machen? Welche Sensibilisierungsmaßnahmen sollte ich machen? Wenn ich Home-Arbeitsplätze habe, wie werden da Datensicherungen gemacht? Hey, denkt kein Mensch drüber nach. Ne? Home-Arbeitsplätze, total toll, aber Datensicherung wird häufig vergessen bei diesen Arbeitsplätzen. Ja? Also da kriegt man tausend Sachen erzählt, die man eigentlich machen könnte. Und da kann man alles von ignorieren, wenn man das nicht machen möchte zu dem jetzigen Zeitpunkt. Aber man kann einfach mal diesen Fahrplan nehmen und damit loslegen. Ja? Ihr stellt Fragen zwischendurch, ne? Also ich hoffe ich jetzt mal. Wir kommen nämlich hinten in der Fragerunde am Schluss ein bisschen zu wenig bei raus. Keine Fragen? Also ich mache jetzt hier keine volle Demo von Very Nice. Wie gesagt, das kann man runterladen. Man kann sich auch einen Quellcode angucken, man kann es anpassen. Ja? Ich habe auch zum Beispiel schon Erweiterungen bekommen, die beim Berliner Flughafen benutzt worden sind. Also bitte? Nein, aber da gibt es auch eine, also das Wort Community möchte ich nicht benutzen, ja, aber der Berliner Flughafen ist ja, besteht ja auch aus Tegel, ne? Dürfen wir nicht vergessen, also das ist, also ich habe jetzt nicht nur BER gesagt, okay, ja,
Also das wird auch wirklich benutzt. Das wird deswegen so häufig benutzt und das ist deswegen sozusagen auch der Marktführer, weil es sozusagen eine Open-Source-Variante ist. Es gab am Anfang des BSI-Lebenszyklus ein Werkzeug, das GS-Tool hieß, das war kostenlos. Das ist dann irgendwann vom BSI eingestampft worden und das ist sozusagen der Open-Source-Nachfolger. Und deswegen haben das viele benutzt. Und deswegen wird das auch bei vielen Städten und Kommunen und solchen Sachen eingesetzt. Die setzen das immer ein aus der Perspektive, ich muss mich zertifizieren lassen. Ja, weil sie es halt müssen. Ja, aber das muss man nicht tun. Ja, man kann es auch einfach so tun, was sinnvoll ist. Ja, und man kann zumindest nachher nachweisen, welche von diesen Dingen, die das BSI vorschlägt, die einen für die Infrastruktur relevant sind, welche man da schon gemacht hat. Ja, das macht die Brieffreundschaft viel schlanker. Also, so sieht das ungefähr aus. Ich mache da jetzt, wie gesagt, keine volle Demo zu. Können wir nachher, wenn einer was möchte, noch Fragen haben. Es gibt ein paar offene Punkte. Ja, dieses Very Nice-Werkzeug kommt aus der BSI-Zertifizierung. Ja, hat im Prinzip alle Informationen, die ich euch bräuchte, um diese Verzeichnis der Verarbeitungsfertigkeiten auch abzubilden. Also ich muss zum Beispiel angeben, ich habe Personalabteilung, ich habe meine Businessprozesse, die muss ich da eintippen. Ja. Zu dem Businessprozess sage ich, welcher PC dazugehört. Danach weiß ich, wenn ich den Businessprozess Einkauf klassifiziert habe, dass ich schutzwürdige Daten habe, weiß ich danach, welchen Schutz der PC haben muss, der dafür notwendig ist. Ja. Das heißt, ich habe im Prinzip sozusagen einen relativ guten Überblick über die Nutzung der Daten in meinem Unternehmen. Ja, und welche PCs welche Daten dann sozusagen auch halten oder welche Daten benutzen. Ja. Es gibt laut DSGVO diese Anforderung an so ein Verfahrensverzeichnis, das hat ja einen Teil der Daten. Ja. Das muss man so ein bisschen basteln. Das ist noch nicht so richtig fertig. Diese Firma Sernet, die das Very Nice produziert, die arbeiten da an einem Modul, um das irgendwie schlanker zu gestalten, aber das scheint irgendwie noch ein bisschen zu ruckeln. Aber das kann man machen. Ja, also man kann die Daten dann auch direkt dazu benutzen, um seine DSGVO-Verfahrensverzeichnisse auszudrucken und zu erstellen. Und das geht dann auch. Die Installation und Einrichtung dieser Open-Source-Version ist so ein bisschen hakelig, sage ich mal so. Also das kann man schlanker machen, aber das muss man ja als Hersteller nicht unbedingt, weil man ja als andere verkauft. Kann ich verstehen, also sozusagen, da muss man wirklich dann Java, Compiler, Maven und solche Sachen starten und das ist, ja, mache ich nicht dauernd. Aber ich würde auch jedem raten, sozusagen, das ist ein Werkzeug, mit dem ich der Open-Source-Variante, mit der ich beginnen kann, mit der ich feststellen kann, dass es gut läuft oder auch nicht. Ja? Und dann werde ich irgendwann mal als Unternehmen sagen müssen, dafür gebe ich auch Geld aus, weil ich will Support haben. Aber das ist jetzt für uns nichts Neues, dass man für Open-Source-Software vielleicht auch Geld bezahlt, ist ja für uns eigentlich aus der Szene, in der wir hier vermutlich sind, ein legitimes Anliegen. Ja? Aber ich kann zumindest reingucken. Ja? Und ich muss nicht sofort tierisch viel Geld ausgeben, um damit zu starten. Ja? Gut, damit sind wir soweit durch. Vielleicht nochmal als kurze Zusammenfassung. Erstens, Informationssicherheit ist finanziell bewertbar. Aus meiner Erfahrung, auch aus der Erfahrung, die ich bei meinen Kunden in meinem früheren Leben und jetzt habe, ist, wenn ich da keine Dollars dranhängen kann oder Euros dranhängen kann, kriege ich kein Geld für ein Projekt. Und das muss ja nicht mal Geld sein im Sinne von Dollars, die ausgegeben werden oder Euros. Das heißt ja auch Manpower für interne Prozesse. Ja? Weil so eine Strukturanalyse, welche Anwendung habe ich überhaupt, ja? Die bindet ja Ressourcen. Ja? Oder welche Daten habe ich überhaupt in meinen Projekten oder in welchen Anwendungen und wie wichtig sind die oder wie sensibel können die sein? Da müssen sich ja Leute zusammensetzen, die normalerweise Dinge produzieren oder Rechnungen schreiben oder andere Dinge tun. Ja? Also auch das Bereitstellen von nicht nur von Geld, sondern auch von Manpower und Ressourcen interner ist ja eine Geschäftsentscheidung, die das Management treffen muss. Habe ich da keine Zahl dran, werde ich es nicht kriegen. Ja? Es wird ein Fahrplan bereitgestellt. Es ist im Prinzip sehr viel da. Es ist nicht alles da, ja, aber ich denke, es ist mehr da, als die sozusagen meisten momentan verarbeiten können. Und erst wenn ich das sozusagen festgestellt, was da fehlt, dann bin ich schon Lichtjahre weiter. Ja, also wenn ich festgestellt habe, welche Module für welche Server da fehlen, da habe ich ja schon so viel gemacht, dann kann ich ja schon fast schon wieder in den Tiefschlafmodus gehen.
Ja? Es sei denn, ich will mich zertifizieren lassen, dann geht das natürlich nicht. Ja? Und es gibt auch Softwareunterstützung, die einem hilft, diesen riesen Moloch an Dokumenten, der da verfügbar ist, zu operationalisieren, Reports zu erstellen, Listen zu erstellen, Aufgabenlisten zu erstellen. Also das Ganze wirklich auf eine Projektart zu bekommen. Mit Projektart meine ich jetzt eher sozusagen in unstrukturierte Formatierung, unstrukturierten Text zu operationellen Aufgaben zu bekommen. Gut, das ist sozusagen das, was ich soweit vorstellen konnte. Ich hoffe, es ist deutlich geworden für uns Techies. Ist die DSGVO wirklich eine Möglichkeit, um Dinge anzustoßen, die wir seit langem machen möchten, für die wir kein Budget bekommen haben? Ja? Es ist im Prinzip sehr viel da. Wenn ihr da an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch eine Beratung braucht, ich bin wieder in diesem Umfeld auch freiberuflich tätig, ich kann auch einen Anzug anziehen, wenn das notwendig ist und das auch dem Management erklären, vielleicht weniger lustig, als ich das heute getan habe, ja? Aber das ist wirklich weniger überzeugend. Fangt einfach an, ja, diese Dinge anzustoßen. Das geht alles alleine. Es gibt auch Beratung, die dafür bereitsteht. Damit bin ich soweit durch. Ja. Vielen Dank, Hagen, für den spannenden Vortrag. Wir haben noch einige Zeit für Fragen. Gibt es Fragen? Keiner traut sich? Ah, da. Ich würde gerne was ergänzen zu der Diskussion Zertifizierung und IT-Sicherheitskonzept. Also erstmal haben beide nichts miteinander zu tun. Das ist ganz wichtig. Ja. Das ist ja auch gesagt worden. Aber es hat wirklich gar nichts miteinander zu tun, weil eine Zertifizierung eines IT-Grundschutzanspruchs braucht man beispielsweise nur dann, wenn man im IT-Sicherheitsumfeld tätig ist und Produkte für andere entwickelt, die dann auch Verlass darauf haben möchten. Das heißt, dann würde ein solches Zertifikat sehr sinnvoll sein. Sonst braucht man das nicht. Richtig. Es ist auch so, dass diese einzelnen Kataloge, die der IT-Grundschutz bereitstellt, auch verschiedene Tiefen hat. Das heißt also, wenn ich hingehen möchte und für mich selber eine Einschätzung, eine Beurteilung brauche, dann ist es meistens so, dass viele von den Fragen ignoriert werden können. Also das weiß ich ja selber. Und es ist aber auch so, dass die Fragen mit Ja oder Nein oder nicht entsprechend weggelassen werden, beantwortet werden können. Ja. Wenn ich in eine Zertifizierung rein will, dann muss ich sagen Ja, weil. Und dann muss ich genau begründen, warum das so und so ist. Das ist also ein erheblicher Arbeitsaufwand und es ist auch ein großer Unterschied. Das heißt also für jemanden, der jetzt erstmal eine Sicherheit haben möchte, dass das, was er jetzt in der Firma macht, vernünftig und sicher ist, reicht die normale Vorgehensweise, dass man die Sicherheitskataloge dann nimmt und die einzelnen Bewertungsbögen ausfüllt. Ja. Wichtig ist vielleicht dann noch, es gibt ein Modul nur für Grundschutz. Und was mir fehlte war, es gibt auch ein Standarddatenschutzmodell, da sind die Datenschützer in Deutschland ja dran, einen Katalog zu entwerfen. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass sie da hinkommen, weil das, was das BSI jetzt gemacht hat, das ist sehr viel ausführlicher. Das ist seit Jahren bewährt und das ist eigentlich auch die Grundlage. Ja. War da jetzt der Ton gerade an? Hat man das gehört? Oder? Okay. Also ich habe natürlich jetzt einige Sachen weggelassen auf der Kürze der Zeit. Ja? Und dieser BSI-Grundschutz, der ist sozusagen für Atomkraftwerke genauso anwendbar wie für den Gaswasser-Dingsbums-Kollegen um die Ecke. Und da gibt da auch gute Guidance mit unterschiedlichen Stufen. Der eine soll nur bis A machen oder B machen oder C machen und so weiter. Also da gibt schon, also man muss nicht alles durchlesen. Man kann in dem Very Nice auch filtern und kann sagen, okay, mich interessiert das nur sozusagen der Basis. Ja? Und dann die ganzen anderen Fragen, die muss ich auch nicht alle sehen. Ja? Ich möchte noch einmal kurz ergänzen, Datenschutz und Informationssicherheit sind natürlich auch zwei völlig unterschiedliche Themen, die sich gerne auch mal beißen, vor allen Dingen im Beschäftigtendatenschutz. Und man muss da wirklich gucken, in der DSGVO steht wirklich beim Verfahrensverzeichnis nur drin, eine allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen. Die Behörden kriegen die Krise, wenn sie da das komplette ISM kriegen, also das Informationssicherheitsding. Die wollen eine allgemeine Beschreibung, möglichst DIN A4-Seite und nicht mehr. Das ist aber hier war noch eine Frage. Ich
Nee, du nicht? Also, okay. Ja, ich nutze momentan diesen Hebel DSGVO, ja, um die Informationssicherheit zu verbessern. Ja, das ist ein bisschen illegal. Also ein bisschen unsauber. Ja, nee, das ist so, hey, aber das Leben ist kein Ponyhof. Und wenn ich die Möglichkeit habe, über diese Strafen und diese anderen Dinge, die sich auch aus diesen GDPR, also das ist eine internationale Variante, ergeben, das ist ja nicht nur in Deutschland so, ja? wenn ich die Chance sehe, mit diesen Argumentationsketten meine Informationssicherheit voranzubringen, dann tue ich das ja. Und wenn ich dabei nebenbei auch noch meine gesetzlichen Vorschriften erfülle, ja, oder auch leichter erfülle, ja, dann ist das ja super. Ja? Ich bin mir sicher, von den Leuten, die da gefragt worden sind bei der einen Studie, die haben nicht alle ein Datenverzeichnis, also ein Anwendungsverzeichnis. Die haben nur gesagt, ich habe meine Website auf die Reihe gekriegt. Ja? Ja. Weitere Fragen? Wenn es keine Fragen, ach, hier vorne gibt es noch eine. Vielleicht mal nur ganz allgemein was zur DSGVO, was Praktisches. Du hast ja auch angesprochen, dass man natürlich auch das Recht auf Löschung hat und so weiter. Da sind aber zwei Sachen natürlich auch wichtig. A, dass die DSGVO ist ja nicht das höchste Recht, was es in Deutschland gibt. Richtig. Sondern stehen ja noch andere Gesetze darüber, Handel. Warum man Sachen gar nicht löschen darf, ja. Ist mal eine Sache. Aber was mich noch viel mehr interessiert, ich habe das noch nie als gute Lösung gehört, was mache ich eigentlich mit Backups? Also wenn jetzt jemand sagt, er möchte etwas gelöscht haben und ich habe jetzt Backups der letzten 3, 6, was auch immer Monate, da kann ich ja im Grunde nicht hergehen und die einzeln rauslöschen. Das ist ja praktisch fast unmöglich und widerspricht ja auch einem guten Backup eigentlich. Und da gibt es eine schlimmere Frage, was ist mit Mailarchiven? Ich bin ja verpflichtet, Mailarchive zu haben, ja, und da sozusagen nach meinem, aber keine Rechtsberatung, ja, bei einer Backup bin ich verpflichtet, dass wenn ich ein Backup einspiele, irgendwo sicherzustellen, dass ich dann die Daten wieder lösche, die ich hätte löschen müssen. Ja, wie immer ich das hinkriege, das ist your problem, das heißt, wenn ich jetzt sozusagen, ich hatte Meyer Müller auf meiner Kundenliste gelöscht und ich muss also irgendwie eine Liste mitführen von Dingen, die ich gelöscht habe, damit ich im Fall der Fälle, wenn das Backup wieder reingespielt wird, sagen kann, okay, ich habe seit dem Backup folgende Person gelöscht, die muss ich, aber da ich ein tägliches Backup habe, brauche ich das ja nicht, oder? Das ist im Prinzip, oder? Das ist eine theoretische Frage. Ja. Zum Löschen in Backups. Die Lösung, die zumindest von sowohl bei unseren Zertifizierungen als auch bei von unserem Datenschutzbeauftragten und so weiter akzeptiert wurden, war Filterlisten zu führen. Das heißt, jeder Löschauftrag wird natürlich im Live-System gelöscht, aber die aus diversen gesetzlichen oder Dienstleistungsvertrag technisch bedingten Langzeitarchive, da löschen wir nichts raus, ja. Weder aus dem E-Mail-Archiv noch aus der eigentlichen Datenbank, führen aber eine Löschliste. Das heißt, wenn eine solche Datenbank wieder geöffnet wird, wird dann die Löschliste auf diese Datenbankkopie wieder ausgeführt, sodass außer dem technischen Mitarbeiter keiner direkten Zugriff auf diese Daten hat. Ja. Ob das rechtlich in irgendeiner Art und Weise haltbar ist, weiß ich nicht. Wir hoffen einfach immer, dass wir damit einen guten Willen zeigen. Ja? Eigentlich darf man Sachen ja nicht restrukturieren, Es ist auch, ich glaube, hier ist ein sprachlicher Fehler. Backups. Es ist ein Unterschied, ob Archiv oder Backup. Das ist ganz wichtig, ob ich ein Langzeitarchiv habe, oder, ne, weil ich muss archivieren, weil ich es aus irgendwelchen rechtlichen Gründen aufbewahren muss. Da sagt theoretisch das Datenschutzgesetz noch, oder die DSGVO, auch das Bundesdatenschutzgesetz, auch das BSI, man soll das auch noch pseudonymisieren nach Möglichkeit, oder ob ich ein Backup habe, was ich nächste Woche wieder lösche. Oder was ich immer wieder überschreibe, einfach nur, um den Server wiederherzustellen. Das ist ein massiver Unterschied in der Rechtsprechung, weil wenn ich die Archive habe, da habe ich Regelungen, da habe ich gesetzliche Vorlagen. Und während die Backups, die sind ja nur zur Wiederherstellung, da habe ich auch aktuelle Daten. Die Daten sind ja nicht ein Jahr alt, sondern oder 3 Monate alt, sondern was? Da ist das immer noch in der Einspruchsfrist und so weiter und so fort. In meinem Backup sind ja Daten drin vom letzten Jahr. Ich habe ein Backup von dem letzten Jahr.
Ja, aber dann sind es Archive und keine Backups. Nee, ich habe ein Backup von einem Jahr. Ich lösche, ich habe 7 oder 14 Tage täglich, 12 monatlich und 3 jährlich. Ja, ja, Ende des Geschäfts. Man muss löschen zum Ende des Geschäftsjahres. Ja, löschen, aber mein Backup kann trotzdem älter sein. Ja, aber ja. Dann ist das Archiv. Hier ist aber okay, keine Rechtsfragen. Okay, lass uns hier bei diesen... Keine Rechtsfragen heute mehr. Das sprengt diesen Rahmen also, und da habe ich auch gar keine Ahnung ist, von. Das ist ja? Eine beliebige Geschichte, ab wann ein Backup ein Archiv wird. Ja. Ja. Und es ist also so, die Datenschutzbehörden haben das erkannt und die Datenschutzbehörden wissen eben auch, man kann in einer Backup nicht löschen. Ja, wenn wir sehen, wie die klassische Backup noch vor ein paar Jahren war, da waren das Bänder. Ja. Soll ich das dann rausschneiden oder was? Also es geht gar nicht. Ne? Das Entscheidende hat der Kollege hier drüben schon gesagt. Typischerweise beim Löschen sind ja auch Löschprotokolle zu führen. Die hat man heute auch entsprechend elektronisch oder so. Oder bei Datenbanken ist ja klar, welche Befehle da sind. Und das bedeutet, ich muss beim Wiederherstellungsprozess, wenn ich also aus einem Backup was wiederherstelle, dann das genau so machen. Ich lasse dann also nochmal dieses Löschprotokoll drüber laufen letztendlich oder die Befehle, die da drin waren. Und dann habe ich ja den Zustand, wie er vorher war. Ja. Ich sage noch einen anderen aktuellen Fall, es gibt ja auch sowas wie das Bundesarchiv. Das heißt also, sofern es dann um Historie geht, will man ja gar nicht löschen, da will man ja archivieren. Und aber einen Punkt, den ich nur teilweise angesprochen habe, wir reden ja immer jetzt gerade von Daten. Ja? Vergesst die Papiere nicht. Ja? Ich habe sozusagen einen Fall, den ich bei meinem Kunden hatte, ist... der ist auch erst deutlich geworden im Rahmen dieses Prozesses. Ja? Es geht um Ferienfreizeiten. Ja? Welche Daten werden bei Ferienfreizeiten eröffnet? Okay? Welche Daten werden eröffnet? Antritt, Reise, Kosten, bla bla bla. Wenn es Ferienfreizeiten mit Kindern gibt, was gebe ich dann ab? Wer ist Eltern und hat schon mal abgegeben im Kontext einer Ferienfreizeit? So, da gebe ich ab, hat Ihr Kind Allergien? Oh, wir haben also auf einmal Daten, die sind in der Kategorie BSI, ja, ist das so schön, Atomdaten. Ja, also nicht mit klein, sondern wir reden von lebensbedrohenden Zuständen, wenn die Daten nicht sicher sind. Okay, wie stelle ich sicher, dass ich die Daten, die ich bekommen habe zur Nussallergie, wirklich von den Eltern bekommen habe und nicht von dem Kind, das zufälligerweise vergessen hat, das Ding bei den Eltern unterschreiben zu lassen. Okay? Also das ist nur ein Beispiel, das muss man irgendwie in den Griff kriegen. Aber bei diesem Prozess der Schadens... Also einer von den drei Punkten, ich habe den Namen jetzt nicht mehr parat. Also einer von diesen drei Prozessen, da geht man dann wirklich durch und sammelt die Daten ein, die da betrachtet werden. Nicht nur die Daten, die eingeklimpert werden, ja, sondern die auch in Papierform da sind. Und dann stellt man auf einmal fest, da habe ich ja richtig schlimme Dinge. Ja. Also wie stelle ich die Vertraulichkeit und die Integrität dieses Allergieinformation sicher? Ja, nicht vergessen, wir reden nicht nur von IT-Daten, deswegen am Anfang, Informationssicherheit ist nicht nur IT-Sicherheit. Ja, sondern, jetzt haben wir einige oder eine, glaube ich, gerade geschluckt mit dem Beispiel, ne? Mist, da gibt es noch ganz andere Dinge. Ja, oder andere Dinge, die ausgedruckt werden oder nur in Aktenordnern da sind. Ja, Aktenordner fallen auch darunter. Ja, ist es schon mal vorgekommen, dass bei euch eingebrochen worden ist und Akten weggegangen? Soll schon mal passiert sein. Ich meine, die wären auch meldepflichtig. Es sind strukturierte Daten. Meldepflichtig oder gemäß Datenschutzgrundverordnung sind nur die Daten nicht, die auf einem Stapel Papier auf deinem Schreibtisch liegen. Also je unstrukturierter, desto egal. Ja? Ich wollte noch was zu den Backups sagen. Also das ist so eine Problematik, die... Also der ganzen DSGVO-Diskussion taucht jetzt im Moment so auf,
dass mit einer großen Werf Fälle gefunden werden, die doch jetzt so gar nicht mehr gehen. Und es wird, ich finde es okay, wenn man das nutzt, um zu sensibilisieren oder um in den Unternehmen das, den Fokus mal drauf zu legen, aber umgekehrt ist es doch wirklich sehr überzogen. Also die Backups sind auch nach Datenschutzrecht notwendig und vorgeschrieben. Das ist sogar ein notwendiges Tool. Genau. Es ist auch völlig okay, dass in den Backups sich noch personenbezogene Daten befinden und ist, glaube ich, mit Sicherheit völlig ausreichend, wenn ich tatsächlich ein uralt Backup von vor einem halben Jahr einspiele, dann tatsächlich gucke, wie viel Löschanforderungen nach dem Bundesdatenschutzgesetz hatte ich denn und die muss ich jetzt wieder einspielen. Aber wir reden jetzt auch nur über die Löschanforderungen nach der DSGVO, muss ich dann da einspielen. Also ich muss jetzt nicht sozusagen, und da ist die Erfahrung eigentlich, dass es überschaubar. Es ist also nicht so, dass ich jetzt einen riesen technischen Apparat aufbauen muss, um in Backups zu löschen oder beim Rückspielen alles. Ich glaube, da wird jetzt sozusagen ein Popanz aufgebaut, der nicht wirklich da ist. Wir sind wirklich in einem ganz anderen Bereich, was DSGVO angeht. Und auch was du gerade angesprochen hast, so diese Sache mit den Kindergruppen, das ist doch etwas überzogen. Das ist nicht die Problematik. Die DSGVO hat durchaus Augenmaß und wesentlich mehr Augenmaß, als das früher das Bundesdatenschutzgesetz hatte. Und wir also das sind natürlich Gesundheitsdaten, das sind zum Beispiel, wenn du Allergien abfragst, das sind natürlich Daten von Kindern, von Minderjährigen und so weiter. Aber es ist kein juristisches Problem. Nein. Das muss ich jetzt wirklich hart widersprechen. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich ein DSGVO-Problem mit meinen Allergieinformationen habe. Meine Aussage war, im Rahmen der Informationssicherheit, und zur Informationssicherheit versteht man Verfügbarkeit, Integrität, also sind die Daten richtig, ja, und sind sie wieder, was war das dritte, es waren drei Sachen, so. Aber Integrität der Daten, ja, und wenn ich im Kontext der BSI-Vorgehensweise prüfe, wie stelle ich sicher, dass die Integrität meiner Allergieinformationen sicher ist, hat mit DSGVO gar nichts zu tun, ja, hat damit überhaupt nichts zu tun, hat nur etwas damit zu tun, dass ich die Sicherheit und die Integrität der Daten sicherstellen muss, die ich habe, ja, da muss ich mir Gedanken darüber machen, doch? Muss ich bei BSI muss ich das tun? Nein. Doch? Nein, aber. So tun. Da muss ich nicht nach dem BSI Sicherheit. Halt, heute. Sag mal, ganz Spaß beim Seite. Wenn das Kind eine Nussallergie hat und dann da oben in Flensburg im Zeltlager auch einmal Snickers isst und der Typ das nicht wusste, weil das, da muss ich mir schon überlegen, auch im Kontext der Haftbarkeit, wie habe ich sichergestellt, dass ich wusste, ob er eine Nussallergie hat oder nicht. Wir reden doch jetzt nicht davon, dass er ein bisschen Pickel bekommt. Also, das sind doch zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Das eine ist die Frage, kriege ich verlässliche Informationen dazu? Da muss ich eventuell Formular abfragen oder sonst was sagen, muss ich bei Ihrem Kind drauf achten. Das andere ist, dass ich aber ein Kind nicht rund um die Uhr überwachen kann und sage, wehe, ich sehe dich irgendeine Nuss angucken. Das geht gar nicht. Und wenn das niemand sagt und wenn das Kind sagt, ich habe eine Nussallergie und es hat gar keine, auch das könnte theoretisch noch ein Punkt sein, aber bewegen uns in einem Bereich, das hat nichts mit Datenschutz, hat auch nichts mit Informationssicherheit zu tun. Da habe ich eine Meinung. Okay, da bin ich also ganz sicher, wir sind dort nicht, die Daten werden auch nicht automatisiert verarbeitet, wenn ein Kind kommt und sagt, ich habe eine Nussallergie. Das ist ein. Pass mal, wir haben hier eine unterschiedliche Meinung. Das ist ja nicht schlimm. Also ich persönlich bin der Meinung, also Informationssicherheit hat was mit der Integrität der Daten zu tun, egal welche Daten ich bearbeite. Wenn ich Daten strukturiert in Papierform bearbeite, fallen sie auch in diese Klassifikation rein und ich muss dann sagen, das Datum Allergie für eine Feenfreizeit hat einen sehr hohen Schutzbedarf. Das muss ich sagen. Das muss ich sagen, Punkt. Aber bei allem auch, da kann das Kind schwimmen. Ich habe dann als Datenschutzbeauftragte gesagt, hallo, frag doch bitte auch noch ab, wie gut, weil das sehe ich als Leib und Leben. Ich muss wissen, wie gut das schwimmen kann. Da argumentiere ich aber auch Artikel 6.1d Leib und Leben. Nur wir haben auch in der DSGVO stehen etwas von umfangreich. Und umfangreich sind so Ferienspiele nicht, da habe ich 20 Kinderdaten. Ich rede ja momentan nur von Informationen. Komm, lass mal, das ist nicht schlimm. Wir haben ja unterschiedliche Meinungen. Lass uns mal ein paar andere Themen finden, wo wir ein bisschen was haben oder sonst machen wir Schluss. Also wir sind sowieso, meine Uhr sagt, es ist Viertel nach. Wir haben wahrscheinlich noch 2-3 Minuten. Gibt es noch Fragen? Das Schöne ist ja, man kann ja unterschiedlicher Meinung manchmal sein. Das ist ja nicht schlimm. Also, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann danke ich und dann kann der Stream geschlossen werden, oder? Tschüss.